Hallo zusammen Leute, zur zweiten Folge aus Saison 2 Mercedes-Karriere. In der F1 23 geht es jetzt nach Saudi-Arabien, das zweite Rennen. Wir haben das erste Rennen mit Platz 5 abgeschlossen. Es war ein relativ schweres Rennen, aber unser Teammate hat dafür einen Podiumsplatz geholt. Lando Norris, der neue Teammate, mit dem zweiten Platz. Es war ein sehr hektisches Rennen und man weiß eigentlich im Moment gar nicht, wer hier, welches Team hier dominieren wird in der zweiten Saison. Und man muss einfach sagen, dass der Leistungsvergleich der Fahrzeuge aktuell überhaupt gar nicht ausschlaggebend ist. Denn Ferrari ist ganz vorne um den Sieg hier gefahren. Das heißt, für uns, wir dürfen auf jeden Fall nicht stillstehen. Wir müssen einfach weiterentwickeln mit den Ressourcenpunkten, die wir zur Verfügung haben. Und deswegen haben wir jetzt gerade mal noch in den hinteren Unterboden investiert. Und deswegen spulen wir da jetzt gleich mal vor, denn der wird hoffentlich jetzt gleich eingebaut. Vorher müssen wir aber noch entscheiden, wer für die erste Saisonhälfte unser Rivale wird für die Fahreranerkennung, die wir bekommen. Entweder Max Verstappen, Charles Leclerc, der amtierende Champion, oder Carlos Sainz, der das erste Rennen gewonnen hat. Das ist super, super schwierig, das jetzt zu entscheiden. Aber ich glaube, dass wir mit Ferrari gehen, denn ich hoffe, dass wir Ferrari in den nächsten Rennen schlagen können. Und Carlos Sainz ist, denke ich, auch schlagbar, deswegen wählen wir ihn aus. Und jetzt spulen wir vor und hoffen, dass auch der neue Unterboden gleich eingebaut wird. Und dann können wir auch schon losstarten, jawohl. Mit den gewonnenen Ressourcenpunkten werden wir auch noch die Strapazierfähigkeit verbessern, Energiespeicher. Ich glaube, das wird diese Saison wichtig, dass wir da auch gut dastehen in der Strapazierfähigkeit. Das machen wir noch und dann gehen wir direkt rein zum Rennwochenende. Und es geht auch schon direkt rein zum Qualifying-Tag im Flutlicht. Es ist dunkel und das Training sah gut aus. Es ist mal wieder ein so super hartes Qualifying hier in Jeddah. Und wir stehen aktuell nur auf der 13. Es ist der letzte Versuch. Wir müssen die Strecke perfekt treffen. Jede einzelne Kurve. Jede einzelne muss sitzen. Turn 1 schon mal nicht getroffen. Bisschen verpasst. So, dieses Mal erster Sektor ordentlich. Ordentlich durchkommen, komm. Zwei Zehntel. Die erste Kurve war nicht gut. Da muss viel mehr her. Lando Norris wieder mit einem Top-Qualifying bisher. Boah, am Limit, da sind wir richtig am Limit am Kämpfen. Junge, wird das ein schweres Rennen. Wird Jeddah ein schweres Rennen, Mann. Ah, oh, bisschen gecuttet. Ah, da haben wir eher ein bisschen Zeit verloren. Jetzt Schwung auf die lange Gerade. Ah, ich weiß nicht, ob die gültig gewesen wäre. Weiß nicht, ob die gezählt hätte, aber wir waren maximal am Limit. Die Runde war nicht perfekt. Lando Norris holt dieses Mal alles aus dem Mercedes raus, wirklich alles. Und wir haben ein paar Kurven leider verpasst und im letzten Sektor die eine Kurve überhaupt nicht getroffen, über den Curb drüber. Wahrscheinlich wäre die sogar ungültig gewesen in Real Life, aber was soll's. Wir sind eh 6 Zehntel hinter der Bestzeit. Also Jeddah ist immer ein schwieriges Qualifying, absolut krass. Und Bottas steht auf der 3, Verstappen auf der 2, Ferrari dieses Mal nur von 5 und 7. Es ist ein ganz anderes Bild wie beim Saisonauftakt. Das ist die Startaufstellung jetzt gleich fürs Rennen. Und so starten wir jetzt einfach mal rein und hoffen das Beste. Wir müssen jetzt im Rennen einfach die Kurven treffen. Guten Morgen, guten Tag oder das für uns guten Abend. Auftrag. Denn wir befinden uns unter den Scheinwerfern von Jeddah. Die Flutlichter sind an. Wir stehen bereit auf unserem 6. Startplatz und ich denke, dass wir dieses Mal in diesem Rennen mal was ganz anderes probieren. Und zwar werden wir versuchen, mit den Soft loszufahren. Ich schätze mal, dass das restliche Feld hier auch mit den Soft losfahren wird. Also es wird natürlich dann schwierig, im zweiten Stint dann die Reifen irgendwie überleben zu lassen. Aber nur mit den Soft kommen wir da am Anfang hinterher. Und wir müssen halt in die DRS-Trains reinkommen in Jeddah. Und das ist eine Challenge auf jeden Fall. Aber wir werden das so machen. Der große Preis von Saudi-Arabien. Verstappen auf den Hardreifen. Leclerc auf Medium. Sonst sind die meisten auf Soft. Und die Ampel geht aus. Und rein geht's neben Lewis Hamilton. Haben einen guten Start. Und Verstappen kein guter Start mit den Hardreifen. Norris kommt da gut weg. Mit den Medium. Und da gibt es eine leichte Berührung. Berührung. Mit Hamilton war das, glaube ich. Junge, war das krass. Was war das für ein Start?
1-2 für Mercedes. Direkt beim Start. Junge, wir müssen direkt auf jeden Fall von Verstappen irgendwie wegkommen. Da liegt eine leichte Berührung mit der Wand. Und Verstappen, der drückt aber jetzt schon richtig drauf. Und Norris fährt da weg. Verstappen, nee, doch, das ist Verstappen. Verstappen greift an mit Hardreifen. Der ist natürlich auf einer ganz anderen Strategie, aber der darf da nicht durchgehen. Der darf da nicht durchkommen. Den müssen wir auf jeden Fall loswerden. Wenn Verstappen sich da vor uns setzt, dann war es das wahrscheinlich. Wenn der uns da auffällt, und das ist super schwer, da hier Norris zu folgen. Norris ist super schnell auf der Geraden. Schaut mal, wie der wegzieht mit den Medium. Der ist natürlich noch nicht aktiviert, aber was war das bitte für eine Startphase für Mercedes? Beide Mercedes direkt auf 1-2. Verstappen wird aber super gefährlich. Schaut mal, wie krass der unterwegs ist mit Hardreifen. Da müssen wir viel zu viel ERS schon benutzen, aber wir müssen halt auch gucken, dass wir da Norris dranbleiben für die erste Runde. Beziehungsweise Runde 3 dann, dass wir da auf jeden Fall in der Sekunde sind. Sonst haben wir echt ein Problem. Norris muss da eigentlich jetzt ein kleines bisschen... Oh nein, wir haben ein Heckflügelproblem. Der muss da eigentlich... Ja. Er muss uns da Windschatten geben. Das wäre super gut. Der muss uns auf jeden Fall Windschatten geben. Und wenn jetzt hier das DRS nicht funktioniert am Mercedes, dann haben wir in Runde 3 spätestens eh ein Riesenproblem. Junge, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hoffentlich bekommen die das von der Box aus irgendwie gefixt. Verstappen ist immer noch am Drücker. Hektische erste beiden roten Verstappen außen. Oh, da können wir gar nichts tun. Verstappen, wie schnell ist denn der mit Hart? Geht außen. Schafft das vorbei? Nee, glaube ich nicht. Wird er nicht schaffen. Er ist immer noch außen. Er ist immer noch da. Oh, Verstappen zieht durch, Junge. Verstappen zieht es durch. Da gibt es sogar die Berührung mit der Wand. Also wir müssen jetzt das ERS einfach managen. Wir haben keinen Heckflügel. Wir haben keinen DRS-Heckflügel zum Öffnen. Und da hinten ist Leclerc. Leclerc will da auch noch mitmischen. Verstappen geht weit. Verliert ein bisschen Schwung. Und Norris wird da wahrscheinlich, wenn Norris da gut wegkommt, zu seinem ersten Mercedes-Erfolg fahren. Zum ersten Mercedes-Sieg. Aber der Mercedes sollte schnell genug sein für diese Strecke, wenn man dann den Heckflügel öffnen kann und gut aus den Kurven rauskommt, gut in die Kurven rein. Und Leclerc geht da jetzt schon vorbei, hat da ordentlich Topspeed auf der Geraden. Und da gehen wir an Verstappen nochmal vielleicht durch. Nee, Leclerc schießt da durch. Leclerc gegen Verstappen. Switchback. Oh, leichte Berührung mit Leclerc. Verstappen innen und da gibt es den Crash. Zu weit reingezogen, zu früh reingezogen. Aber irgendwann müssen wir einlenken, das ist das Problem. Irgendwann müssen wir einlenken, aber ich glaube, Verstappen hat keinen Schaden. Verstappen keinen Schaden am Auto. Wir haben sehr, sehr viele Probleme jetzt. Reifenabnutzung ist noch okay. Runde 3 haben wir schon 17% drauf. Jetzt kommen sie alle. Verstappen geht nochmal innen rein. Junge, was ist das für ein Rennen? Was sind das für erste Runden? Norris fährt da auf und davon. Natürlich dadurch, dass wir da recht viel Zeit verlieren im Kampf, können wir jetzt Norris eigentlich den ersten Sieg bescheren, mehr oder weniger. Wir dürfen da nicht so hart kämpfen. Aber Verstappen müssen wir irgendwie aufhalten. Das ist halt das Problem, wenn Verstappen vorkommt, hat er auf jeden Fall die bessere Strategie. Deswegen darf der Verstappen eigentlich nicht durchkommen. Aber er wird es jetzt machen und wir haben kein DRS. Wir sind chancenlos jetzt gleich. Wir sind jetzt chancenlos. Ja, alle haben das DRS auf. Alle haben den Heckflügel jetzt auf. Und wir müssen den Windschatten klauen von Verstappen. Das ist doch nicht die Möglichkeit, dass das jetzt hier passiert. Das ist doch der Wahnsinn. Was ist das denn? So, Heckflügel ist wieder repariert. Scheint wieder zu funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ranfahren auf die Sekunde. Um zumindest das DRS von Verstappen mitzunehmen. Wieder Probleme beim Rauskommen. Verstappen ist super schnell. So, DRS geht auf. Aber wir haben wahrscheinlich zu wenig ERS, um da Verstappen ernsthaft gefährlich zu werden. Und da ist Bottas. Bottas geht den Angriff. Oh, verbremst auf die letzte Kurve. Bottas geht durch. Super schweres Rennen. Super schweres Rennen hier am Limit zu fahren. Aber wir kommen auf jeden Fall an Bottas nochmal vorbei. Vorsichtig anbremsen, Turn 1.
Ja, ich glaube, Chef, wir brauchen die Hardreifen. Ich glaube, wir brauchen die Safe-Strategie. Ich weiß nicht, ob das die Medium aushalten bis zum Schluss. Und Bottas wurde jetzt gerade kurz geschluckt von beiden, von Hamilton und Leclerc. Leclerc auf den Medium, der wird uns jetzt gleich überholen können. Ja, da können wir noch so versuchen, außen der erst rauszufahren. Keine Chance gegen den Weltmeister im Aston Martin mit den Medium-Reifen. Und da ist Hamilton. Hamilton und Bottas. Bottas zurückgefallen hinter Hamilton. Und Norris hat jetzt eigentlich den Vorsprung, den er braucht, um dieses Rennen zu gewinnen. Aber gut, was willst du vom sechsten Platz halt ausrichten? Wobei der Start echt richtig gut war. Aber Norris natürlich deutlich bessere Situation, dadurch, dass in den ersten Runden halt unser Flügel gar nicht funktioniert hat. Haben wir da so viel liegen lassen. Und jetzt erstmal gucken, ob wir an Leclerc dranbleiben. Das wird eher die Aufgabe sein, da jetzt irgendwie standzuhalten. Wir haben sogar mit den Softreifen im Moment keine Chance gegen Leclerc. Sind aber immer noch Platz 4, zumindest aktuell, vor Hamilton. Der jetzt aber auch das DRS öffnet und da näher und näher kommt. Zieht er da rein? Nee, macht er nicht. Zu arg auf den Curb drauf. Und wir werden jetzt wahrscheinlich durchgereicht. Wir werden jetzt Schritt für Schritt durchgereicht. Hamilton geht vorbei im Ferrari, offenes DRS. Da können wir aber nochmal kontern, schätze ich. Hamilton kommt schlecht raus. Irgendwie versuchen das ERS wieder aufzuladen. Aber Hamilton nochmal mit dem offenen Flügel. So, da haben wir mehr Top Speed. Aber es reicht nicht. Es reicht im Moment nicht gegen Hamilton und wir müssen jetzt in die Box kommen. Jetzt ist die Frage, was wir uns draufstecken lassen. Also Jeff will, dass wir jetzt reinkommen schon. 32%. Ja, wir stoppen jetzt. Bottas zieht nochmal innen rein. Wir gucken, dass wir die Kurve einfach sauber bekommen. So, und gehen jetzt in die Box rein. Denn die Reifen, die lassen sowas von nach. Die haben wir viel zu arg rangenommen jetzt. Boah, super knapp. Super knapp reingefahren. Wir werden jetzt die Hardreifen nehmen. Wir haben, glaube ich, keine andere Wahl. Hardreifen und jetzt durchfahren. Vielleicht bringt uns das ein bisschen was. Sehr frühe Stop. Und es ist eine optimale Situation für Lando Norris jetzt. Und wir sind der Erste jetzt in der Box. Deswegen fahren wir ganz ans Ende des Feldes. Aber dafür haben wir jetzt freie Strecke und sind nicht unter Druck. Und wir haben gelbe Flagge. Gibt's noch ein Safety Car vielleicht? Leclerc ist ausgeschieden. Leclerc raus. Und es ist virtuelle Safety Car. Leclerc, der Weltmeister, ist raus im Aston Martin. Wo steht er? Ja, Leclerc steht hier. Oh, er ist in die Wand. Leclerc ist eingeschlagen. Virtuelle Safety Car ist wieder zu Ende und wir beschleunigen wieder. Und holen langsam, aber sicher auf wieder aufs restliche Feld. Es war noch niemand in der Box, aber jetzt sind die ersten Boxenstops. Jetzt sind die ersten Boxenstops und jetzt ist es spannend, ob wir da mit dem frühen Stop was gewonnen haben oder eher was verloren haben. Mit dem virtuellen Safety Car ist natürlich zwischendrin noch. Wir geben alles, um da jetzt irgendwie jetzt gleich vorne zu bleiben und nicht nochmal raushauen an Batterie. Wir gewinnen einige Plätze. Einige Plätze geht es jetzt vor. Dadurch, dass die Strecke frei war. So. Wo sind wir? Jetzt sind wir auf der 8. 8. Platz. Verstappen ist jetzt auf den Medium. Und wir haben jetzt Hamilton wieder hinter uns. Hamilton, der jetzt schon im DRS ist. Der wird jetzt wahrscheinlich vorbeigehen. Er hat auch die schnelleren Reifen jetzt drauf. Jetzt ist Lando an der Box. Lando Norris jetzt in der Box. Sollte da eigentlich problemlos in Führung bleiben gleich. Sollte das Rennen von Start bis Finish eigentlich führen. Hamilton geht vorbei, wir schnappen uns dadurch wieder das DRS auf die Gerade. Es ist ein Kampf gegen Lewis Hamilton im Ferrari beim zweiten Rennen. Es ist doch nicht zu fassen. Aber der Ferrari ist gut, die Saison. Der Ferrari ist echt nicht schlecht. Jetzt sind die weiteren Stops, das heißt nochmal ein paar Plätze vor. Wir werden uns jetzt erstmal ranarbeiten an Hamilton. Hier geht es jetzt noch nicht vorbei.
natürlich sehr viel ERS-Power verbraucht auf den letzten Runden, wo wir freie Fahrt hatten. Auch bei diesem Rennen kein Podium in Sicht. Ja, rausbeschleunigen wieder schwierig. Das ganze Momentum verloren auf die Gerade. So, jetzt ist der nächste Aston Martin in der Box. Liam Lawson. Es geht nochmal ein Platz vor. Ja, verbremsen uns direkt hinter Hamilton. Wir sind dadurch auf der 4. Es war ein böser Fehler. Stroll mit der schnellsten Runde. Und wir sind auf dem Weg, eventuell zu einem Podium zu kommen. Also so langsam glaube ich, dass wir uns doch mit P4 dieses Mal begnügen müssen. Denn Hamilton ist so am Davonfahren mit den schnelleren Reifen. Wir haben 18%. Also eventuell wären die Medium wahrscheinlich eine gute Wahl gewesen. Und schaut mal, wer uns da jetzt langsam Gesellschaft macht. Innerhalb weniger Runden hat Liam Lawson so viel aufgeholt, dass er jetzt sogar schon im DRS ist, für die letzten zwei Runden jetzt gleich. Und hat Perez im Schlepptau. Boah, das wird schwer, das jetzt zu behaupten, den vierten Platz zu behaupten. Lawson aber auch auf den Hardreifen, das heißt, gegen den können wir uns eventuell verteidigen. Perez wird eher schwer. Lawson geht vorbei. Kommen wir da gut raus. Im DRS jetzt einfach taktisch, clever den vierten Platz irgendwie kriegen. Perez im Rückspiegel. Und da ist wieder, steht das Gelb, Gelb, Gelb. Wir haben Gelb. Was ist passiert? Also Hamilton immer noch auf der 3. Hamilton stellt dieses Mal seinen Ferrari nicht ab. Das wird eventuell Hamiltons erstes Podium für Ferrari werden, wenn er es dann dieses Mal zu Ende bringt. Aber auch Lawson ist super schnell mit den Hardreifen. Und ist schon fast weg. Wir haben noch DRS und ERS übrig. Heißt nochmal ranfahren. Also der vierte Platz haben wir da ein bisschen zu früh dran geglaubt, dass das noch was wird mit dem vierten. Es sind nur noch diese zwei Runden hier. Wir haben DRS, oder? Haben wir DRS? Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Ganz, ganz knapp. Ganz, ganz eng. Und jetzt haben wir gleich die letzte Runde. Die letzte Runde dieses Rennens. Und wir kämpfen um den vierten Platz. Wieder zu hart auf dem Curb. Ja, die Strecke ist jedes Mal wieder schwer. Es ist jedes Mal so schwer hier zu bestehen. Keine Fehler zu machen. Durch die schnellen Kurven durch. Und wir gehen jetzt in die letzte Runde rein. Jetzt ist die Frage, überholen wir jetzt gleich für den vierten? Wir haben nicht mehr viel RS. Reifen sind okay. Ja, war trotzdem gut, dass wir die harten genommen haben. So, wir gehen jetzt innen ohne RS. Wir diven innen rein gegen Lawson. Leichte Berührung. Leichtes Wheelbanging. Ach, wir sind vorbei. Richtig vorbeigedrückt dieses Mal. Sehr spät gebremst. Das war so ein richtiges Verstappen-Schumi-Manöver gerade in Turn 1. Aber er wird nochmal zurückkommen. Es ist nur die Frage, wer hat mehr Überschuss für die letzte Runde? Für Platz 4. Oder ist es dann am Ende doch Perez? Und da kommen wir zu weit auf diesen Körb drauf. Oh, richtig am Kämpfen. Junge, was ist das für ein Rennen? Da haben wir ihm zu arg die Tür zugeknallt. Perez ist außen. Oh, das ist so ein schweres Rennen jedes Mal, da irgendwie gegen die KI zu bestehen. Lawson ist noch hinter uns. Also wir erkämpfen uns jetzt irgendwie den vierten Platz mit allen Waffen. Sehr, sehr, sehr hart gefahren auf jeden Fall in diesem Rennen. Also wir müssen uns da so verteidigen. Einige Manöver waren nicht okay, da gehe ich mit. Gehe ich vollkommen mit. Die Türen zugeknallt. Aber wir müssen hier für Toto Wolff irgendwie um die WM fahren. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird es Lando Norris machen. Lando Norris, der jetzt dieses Rennen gewinnt, das erste Rennen, das er gewinnt für Mercedes. Und wir geben jetzt nochmal Gas, denn Lawson kommt nochmal ran im DRS und wird jetzt auch nochmal DRS haben für die letzte Gerade. Es ist hier noch nicht entschieden. Kommen wir da gut raus aus der letzten Kurve, ohne DRS. Lawson, wir machen innen zu. Es wird ein Fotofinish auf jeden Fall. Und er überholt nicht. Er bleibt hinter uns. Vierter Platz. Aber Podium hätten wir uns dieses Mal nicht verdient gehabt bei dem Rennen. Nicht sauber gefahren, über viele Strecken des Rennens. Und da haben wir ihm natürlich ein bisschen geholfen. Also Lando hat das auch so ein kleines bisschen uns zu verdanken. Ansonsten weiß ich nicht, was da passiert wäre mit Verstappen.
Und da haben wir Hamilton. Hamilton auf der 3 in Rot, Verstappen. Dieses Mal verbannt auf den zweiten Platz. Und durch eine großartige Teamleistung haben wir Toto Wolff in dieser Saison direkt im zweiten Rennen den ersten Sieg beschert. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber wir sind auf jeden Fall im Moment Fahrer Nummer 2, ganz klar. Um Lando Norris zu schlagen, braucht es da einiges. Also Lando Norris gewinnt wie auf der 4. Liam Lawson wird Fünfter, ganz stark für den Aston Martin Pilot. Leider hat es in dem Fall Charles Leclerc hier nicht geschafft, dieses Rennen zu Ende zu fahren. Der einzige Ausfall hier, wir schauen auf die Konstrukteure, es ist absolut wild. Lando Norris führt dadurch auch die Meisterschaft an. Wir auf dem 6. Platz aktuell. Konstrukteure, Mercedes steht auf der 1 mit diesem Sieg vor Ferrari, Red Bull. Es ist natürlich noch gar nichts entschieden hier. Es sind erst die ersten 2 Rennen durch von 16 und schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein. Das war's mit diesem Video. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.